Halli, hallo, der Marc vom Physische Wiedersehen. Bei mir ist die Stefanie mit frisch gefärbten Haaren, weil sie gestern noch ein Video geschaut hat, brav, und gelernt hat, dass man die Haare vorfärben soll. Stefanie macht eine Viererreaktion. Wir machen einen Baunadel, den wir dann auch nicht mal, das zeige ich euch hier und stehe, den wollen wir nicht Baunadel testen. Dann haben wir einen Conch, noch einen Conch, Double Conch quasi und ein Inner Conch. Damit sind es vier Stück. Und die machen wir dann nach einer Wunschreihenfolge von dir. Ich glaube, brauchen wir das zuerst. Genau. Gefüttert haben wir sie schon mit Traubenzucker und lecker Wasser. Und ich würde dich bitten, dass er meinen Bauch mal mit reinmachen schnell. Man schupft das einfach mit runter. Also du hast ja schon mal Conch selber gestochen, was man nicht soll. Genau. Und dann hat sie es noch entzündet und dann hast du meine Zinge genommen, die hat nicht gewirkt und bist nicht vertragen und letzten Endes war es draußen. Ja. Und jetzt machen wir das natürlich richtig. Und da du damals gesagt hast, du wärst fast umgefallen, wollen wir natürlich heute gleich mit Traubenzucker füttern. Genau. Nochmal ist richtig. Wobei, ich sag's mal so, wenn man sich selber stechen, ist ja die Hemmschwelle viel höher. Du denkst so, ja, tue ich jetzt, ja? Das man immer zu langsam. Natürlich, oder? Und dann drückt man denkt so, oh nee, und dann kommt motiviert, ich schaff's. Und das ist natürlich ein Scheiß. Wenn ich das mache, ist zack, vorbei, ja. Ich mach das gnadenlos durch und das brauchst du auch bei sowas. Also das muss man wirklich schnell sein. Wie so ein Pflaster runterziehen und das so ganz langsam runterziehen, ja. Dann. Mach ich auch immer, sagst du selber. Zack, weg ist es, ja. Das ist halt so. So, meine Liebe, dann, wir haben alles mit Glitzersteinen. Das volle Glitzerprogramm. Für alle, die jetzt wieder zuschauen und sich fragen, Masken und so weiter. Ich habe eine FFP3 beidseitig, die 1883 Plus von 3M, die meine Zu- und Abluft quasi filtert mit FFP3 Filterklasse. Somit kann auch hier ein Kunde die Maske verzichten, was für den Ohren angenehmer zum Stechen ist, aber auch für den Kreislauf. Wenn man jetzt nämlich mit Maske drin steht, ist es für den Kreislauf einfach auch schlechter. Man kriegt einfach schlechter Luft. Ja. Ich sag's nur neuerdings, weil manche bei YouTube fragen manchmal, ja, warum geht das so? Und deswegen muss ich das auch mal drauf aufgreifen. Und dann haben wir natürlich auch eine Abluft hier drin, du hörst sie im Hintergrund, ja. Oben im Video, glaube ich, hört man sie nicht. Und somit unsere Luft wird direkt über zwei Kanäle hier rausgesaugt. Und ist sofort draußen und die ganzen Leute fangen alle tot um, die vom Fenster stehen mit einer Glitzermülltonne. Na gut, ist das ja gut, ne? Das ist wichtig. Ja, wir haben zwei Klimaanlagen laufen und dann das hat ein Lüftungsnetz ja gemacht und blasen Luft quasi in die Mitte rein und dann saugt es sie um unser System hoch. Mhm. Weiß die Röhre, oder? In einem Ding, ja. Ne, die weiße Röhre nicht. Die weiße Röhre ist die Rohrpost. Die silberne Röhre. Achso, ist ja, das haben wir ehrlich gesagt damals so umgebaut, ich möchte eine Abluft haben, und ich sage, ja, eine Abluft, das kostet ein paar tausend Euro. Ich sage, ja, ist mir scheißegal, wir bauen das jetzt einfach ein. Wenn wir es einmal machen, machen wir es richtig. Und ich habe es damals nur gemacht, weil ich dachte, wenn ich keinen Bock habe, das Fenster aufzumachen, mache ich die Abluft an. Ja. Weil teilweise dann wächst du wieder den Staub rein oder Pollen, dann sind die Leute allergisch. Nee, ich möchte eine Abluft finden und Zuluft, ich kann beides machen. Und jetzt, durch Corona, ist es echt total geil, dass wir das haben, das hat halt keiner. Und wenn es jetzt nachträglich einbauen muss, das geht ja gar nicht, dann kannst du das Studio schließen. Und somit hat es sich bewahrheitet, gut investiert für Abluft gleich. Einmal vom Spiegel stehen, und das noch ein bisschen angucken. Mhm. Ja, ich zeig's dir mal kurz. Also, genau, wenn du mal schaust, oberer Punkt ist genau mittig und der untere Punkt kommt eben tief im Nabel drin raus. Ja. Genau, ganz klassisch für den Bauch. Ich darf es mir mal ganz kurz zeigen. Das hast du noch nie gehabt, ne? Das ist das erste Mal. Du bist auch das erste Mal mit dem Piercer quasi, ne? Ja. Und du hast es dann damals am Ohr selber durchgejodelt, sag ich mal? Genau, also das habe ich auch selber gemacht. Mit der Nadel, so richtig? Oder mit Nähnadel oder Piercing? Oder? Nein, mit einer richtigen Nadel. Also okay. Aus dem Spital. Okay, und dann? Und die Hunger war auch, also habe ich auch so gemacht, aber anders, vor 3 Jahren. Ja, ziemlich schnell. Naja, und ja, also das muss man. Aber da oben habe ich dann irgendwie keinen Nerv drauf oder so, ne? Gut, was da letztlich dazu führt, dass sie es entzündet, ist dann immer recht schwer zu definieren. Ich sag's mal so: Der Friseur schneidet sich auch nicht selbst die Haare und er soll sich auch nicht selber piercen. Ja, das ist genau das Gleiche. Sollte ja auch mal das nicht selber färben, ne? Naja, wenn man es gut macht, dann einfach eine faule Chance würde ich schon machen. Aber meistens sehen die Leute aus wie einmal, ne? Ja, vor allem das längere Haar. Was dann ist es meistens und dann noch schwarz und so, da hast du überall mit den Rändern. Ja. Das heißt, da kommen wir die Double Conch, ne? Ja, und das so. Geht auch. Ja, also das alte vergisst es, das ist wie nicht mehr. Ne? Und drüben das in der Conch. Wie hast du das dann gefunden, Stefanie? Was?
Was ist Google? Uns. Google, Facebook, Instagram? Ja, Webseite und dann auf YouTube dann auch zufällig, weil ich schauen wollte. Wie macht einfach man so, das? Ja, nicht nur wie man es macht, sondern auch die verschiedenen, wie Leute, keine Ahnung, sich das machen wollen oder so, ne? Weil ich habe auch überlegt, ein Trago, so, aber dann haben wir gedacht, nee, mach mal das, in der Comedy. Die Comedy, du machst es schön, man kann ja immer noch erweitern. Genau, weil ich mache das. So. Glitzerprogramm haben wir ausgewählt. Jetzt für das, die Conch, hast du mir vorher ein Bild gezeigt, wo die zwei Ringe hatte. Ich vermute, du möchtest später auch Ringe tragen. Ja. Dann würde ich jetzt eher enger beieinander markieren. Mhm. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 23. Ja, bist du jung? Ja, jung geblieben. Das machen die Haare auch, glaube ich, aus. Ich würde sagen, wir machen immer ein bisschen jünger. Echt? Ich habe immer gefunden, dass ich älter mache. Ja, du, das finde ich, aber ich kenne dich ja mit langen Haaren. Ja, ja, das ist nochmal das. Ich kenne mich mit diesen kurzen Haaren noch nicht. Für mich ist das noch neu irgendwie. Immer noch. Gut, ist ja nicht so lang, genau. 1, 2, 3, passt. Jetzt zeige ich dir mal den Handspiegel. Du kannst natürlich auch einen großen nehmen. Bitte sag mir ehrlich, ja? Das hat keinen Sinn, wenn du was einfach ja sagst, wenn es dir nicht gefällt. Achso. Wichtig ist wirklich, sich die Zeit zu nehmen für die Punkte. Dass man das wirklich will, weil oft sagen wir einfach ja und haben gar nicht hingeschaut, das mache ich gar nicht. Man muss wirklich sich sicher sein. Ja, aber ich glaube, du machst es schon ganz gut. So. Ja, dafür hat sie schon nie gemacht, aber stimmt, ja. Ja, wirklich. Ja. Und dann kann man den noch immer weiter, ne, überall. Ja, da wolltest du natürlich ein zweites haben, das können wir dann schon machen. Ich sag mal so, ich habe ein bisschen Tricks. Also wenn ich es fix für zwei machen möchte, dann würde ich den bunten Hauch höher setzen. Wir sind immer genau in der Mitte. Aber wenn es nicht zwei werden irgendwann, sagt man immer, warum ist der Punkt nicht genau in der Mitte? Ja. Das heißt, drüber oder drunter kriegt man immer angeben. Wenn du sagst, ich mache fix zwei, ich mache es nur nicht heute, dann würde ich den Punkt ein bisschen schummeln, weil da hat es mir auch ein Bild gezeigt, wo man zwei Dinger crunched hat, dann würde ich ein bisschen schummeln und den Haut höher gehen. Aber wenn wir uns nicht sicher sind, dann lassen wir es lieber so. Auch, schau, wir können es so machen, das biete ich ja auch an. Normal keine 4er oder eine 5er Aktion. Oh, ja. Dann machen wir den Punkt jetzt hin und ich frage dich ganz am Schluss, Stefanie, hast du noch Bock? Mhm. Dann sagst du, hey, hau rein und sagst du, nee, lass sein. Dann haben wir es bereits auch vor, wenn du sagst, ja, dann brauchen wir uns ja nicht hin. Ja, dann machen wir es jetzt, oder? Dann planen wir uns mal ein. Warum nicht? Du, sagen wir so, vom, also preislich ist es immer billiger, wenn du es jetzt machst. Das stimmt auch, ja. Bei den Aktionen. Kurz um die Preise. Du hast dir, glaube ich, nur dahinter soll gefasst, wenn ich sie nicht gesehen habe und so. Du hast nicht direkt auf die Punkte gedrückt, oder? Und bin nämlich nochmal desinfiziert. Da habe ich 8 Stunden auf, wo ich den Preis habe. Muss ich bei YouTube sowas mehr sagen, weil sie dann wieder, ja, der hat das nicht gemerkt, aber. Ja, sag alles. Warte mal jetzt. Hast du ruhig hinten auf, das kann man. Ja, so sieht hin. Ja. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Und das, die anderen sind auch schön, ne? Ja. Ich habe die jetzt extra weiter oben gemacht, genau. Weil ich möchte jetzt nicht zu weit runtergehen, wenn du drüben die Inner Conch hast. Genau, das sieht halt so. Genau. Genau. Und dann möchte ich ein bisschen differenziert von dir. Mhm. Perfekt. So, dann haben wir alles. Jetzt zeige ich einfach ganz kurz den Close-Up. Also, da haben wir hier oben die Double Conch. Und da drüben haben wir Double Inner Conch. Und jetzt bin ich hier eben aus der Mitte rausgegangen und habe eins weiter oben, eins weiter unten gemacht. So, meine Liebe. Was machen wir zuerst? Wo wir es anfangen? Wir brauchen aber am besten, oder? Oder ich weiß nicht. Schau, mir ist es vollkommen, also mir ist es Gunsten, Jacke, Hose. Wo du dich, wo du sagst, das habe ich am meisten Angst, dass wenn ich weg habe, fange. Eigentlich habe ich gar keine Angst. Das ist umso besser. Na schau, dann machen wir vielleicht den Bauch einfach zuerst, dann legen wir dich einmal hin und danach bleibst du sitzen. Dann tun wir noch kurz auf. Und was machst du jetzt gerade sonst so? Schule, Arbeiten, ich Studium? Ja, im September Maturahinterview in Informatik und habe jetzt vor, dann studieren im Wintersemester. Was willst du studieren? Also ich habe mich jetzt für zwei Sachen angemeldet, einmal für Verfahrenstechnik und einmal für Geodäsie. Aber auch Geodäsie würde ich eigentlich jetzt formalisieren. Geodäsie, da geht es um die Abmessung und sowas von der Erdoberfläche. Okay, also doch, war mir klar, dass du was geografisch sein muss. Okay. Das ist so die Erdoberfläche, ne? Okay. Ja, schön. Dann würde ich so ein bisschen Technik und Natur ein bisschen kombinieren, ne? Das ist spannend, was es gibt, dass man das studieren kann. So, bitte. Die Frage ist, ob man auch Quatsch mit Soße studieren kann. Das würde ich dann noch machen, ja? Das wird mir noch fehlen, so drauf. So, meine Liebe,
Bauch zuerst, zwei Hitzesteine. Mhm. So. Und fürs Inner Conch hätte ich jetzt aber noch die falschen Kugeln, dann haben wir eine weg. Dann würde ich jetzt eine Vierer geplant, dann machen wir jetzt zwei Dreier. Das ist jetzt doof. Ja. Aber das entscheiden wir dann wirklich spontan noch. Gut, du legst dich da schon mal bequem hin. Ich packe mir noch den Spuck aus, den letzten. Ich habe dir schon alles vorbereitet, aber ich stecke nämlich immer gern ganz zum Schluss raus. Nochmal sterile, dass die so kurz wie möglich hier liegen. Und dann geht's auch schon los. Ja, ich finde es auch cool, weil jetzt bist du quasi das erste Mal bei uns. Mhm. Und haust da gleich quasi vier oder fünf Dinger rein, ne? Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal laufen. Ich kann nicht lange warten, denke ich, aber es geht so lange, geht eh schnell vorbei. Ja, man muss schon lange warten für die Zeit. Ja, aber es waren ja 6 Wochen. Ja, muss schon lange, ja. Aber die gehen dann eh so schnell vorbei. Man ist halt immer so, wenn man dann piercen möchte. Man will es dann sofort, ich weiß es schon. Typisch. Aber ich sag's dir ehrlich, da sage ich wirklich immer beim Piercen auch, da muss gut dicke Beine haben und lieber die 6 Wochen warten und weiß in guten Händen, als dass man dann schnell wohin geht. Ich habe so viele Kunden jeden Tag, die, weil sie es nicht erwarten können, zu irgendeinem Hans-Ross springen. Und bei anderen Kunden, ja, das ist immer wieder, und dann kommen sie und dann gehen sie woanders hin und dann sind sie danach ist das Zeug entzündet und schlecht und dann kommen sie erst recht wieder zu uns. Ja. Das ist wirklich doppelt gekauft. Das kostet unheimlich viel Geld. Das stimmt, dann. Und das Schlimme ist, es gibt ja ganz viele Studios, die auch teurer sind als wir. Also, sie haben nicht bei uns immer der Preis, ich glaube, das sind jetzt nicht die billigsten, aber die teuersten. Da muss man auch echt aufpassen, was viele Studios nämlich echt machen, was ich echt nicht schön finde, ist, dieses Design-Piercing kostet, als Beispiel jetzt bei uns kosten Conch 65. Ja. Und dann sagen die, Piercing kostet bei uns 60 oder 55. Und dann steht aber irgendwo an der Wand, Piercing beinhaltet nicht den Schmuck. Und dann stehst du an der Kasse und dann sagen sie 95. Wieso? Das kommt doch 55 Euro. Ja, aber da steht doch, wenn das der Preis ist Piercing und den Schmuck, der kostet separat. Ach so, das ja, was willst du dann machen? Da hast du schon im Ort drin, kannst du nicht mehr rausholen, das Scheißding. Ne? Und das mag ich überhaupt nicht. Ich war früher wo ich noch in Deutschland auch war, war das auch bei den Piercern oft so, das hat mich immer geärgert. Und das finde ich irgendwie, der Kunde muss schon wissen, dass der Schmuck dabei ist, der Standardschmuck zumindest. Ja. Ne? Mein Glitzerstein ist klar. Und bräuchte ich ja gleich noch Titan, ne? Und das machen glaube ich auch nicht alle, ne? Genau, und das hat sich auch, viele stellen den Kunden zur Wahl, ob sie Titan oder Chirurgenstein haben wollen. Mhm. Chirurgenstein verkaufen ist dann billiger, aber diese Wahl gibt es gar nicht, weil das Gesetz verbietet diese Wahl. Es steht, steht explizit drin im BGB 241, dass man als Ersteinsatz ausschließlich Titan verwenden darf. Oder eben andere gerne Materialien, zum Beispiel Gold. Bioplast würde auch gehen. Aber Chirurgenstein würde nicht gehen, wegen der EU-Nickel-Verordnung von 1993. Und das ist einfach so ein ich reg mich da wirklich auf. Org, weil die natürlich verdienen am Chirurgenstein mehr. Weil dann die Marge ist einfach höher auf Chirurgenstein als im Titan. Aber du weißt eigentlich fix, wenn du das wie ich jetzt jeden Tag machst, dass das Chirurgenstein einfach als Erstschmuck nicht funktioniert. Ja. Später habe ich viele Kunden, die verkaufen auch Chirurgenstein-Piercing, das Gute auch. Es gibt auch viele Modelle nur in Chirurgenstein, die gibt es gar nicht in Titan. Aber dann ist es für später halt, wenn es bis mal 3 Monate alt ist, ne? Und nicht von ersten Tag an weg. Das ist viel zu sehr gut. Ja, schon. Mhm. Was schlimm? Nein. Guckst du. Super. Willst du gleich liegen bleiben und ich fahre dir nur ein Stück hoch oder willst du einfach vom Spiegel gucken, wie es aussieht? Ich schaue es mir zum Schluss dann alles an. Passt, dann fahre ich jetzt einmal hoch wieder. Sekunde, ich kann jetzt mal meine Handschuhe wechseln. Wie war es erst im Piercing jetzt? War es okay? Ja, voll okay. Super. So, du weißt ja, schwimmen gehen ist 3 Wochen nichts mehr erlaubt. Genau. Aber du bist ja nicht so ein Schwimmlaus, oder? Nein, jetzt vor allem zur Corona-Zeit ist eh nicht das Kleidlichste, was man macht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also. Also wenn man jetzt in die Seen geht oder in die Flüsse, das kann man noch irgendwie machen. Ja. Allerdings jetzt beim Bauern ein bisschen will ich trotzdem machen. Ich gehe wenn dann mit dem Hund vielleicht zu so einem Bach oder so, ne? Dann geht er rein und ich vielleicht nur mit den Füßen und das reicht dann auch. Ne? Ja, also, es gibt so richtige Wasserratten-Kunden. Genau, da braucht der Bauer normal sich kontrahieren. Mhm. Also wir haben natürlich, gibt es ja Wasserratten, die wollen den ganzen Tag im Wasser sein. Okay, für die ist es vielleicht nichts. Ja. So. Ja, mir ist egal, sondern gleich mit dem... Ja. Oder? Das machen wir mal den Weiter, ne? Gerne. So, du weißt,
wenn immer du eine Pause brauchst, Stefanie, sag ich Bescheid. Sagst du bitte Bescheid, ja? Ich will dich also nicht über dein Vermögen hinaus kirsten oder quälen. Wenn du denkst, jetzt reicht mir kurz, dann sagst du es mir einfach und dann machen wir kurz einen Stop. Was okay? Ja, es ist nur so ein kurzer Pieks, ne? Yes. Aber das ist ja auch keine Überraschung, ne? Bei einem Magen. Das denke ich auch. Sagen, was eigentlich so das Piercing ist, was am meisten wehtut, so. Ich meine, es ist bei jedem anders, ne? Genau, das wollen wir nicht wissen. Also, ich würde jetzt nach wie vor sagen, die Top Piercings, die am meisten wehtun, für mich sind Industrial, von oben durchs Ohr so schnell runter mit dem Stab, weil das einfach zwei Stiche sind in ganz kurzer Zeit und auch eine dickere Nadel, nämlich die 1,6er Nadel. Okay. Alle anderen Objekte sind mit 1,2. Dann würde ich sagen, Nasenpiercing mit dem Stecker ist nach wie vor nicht schlimm, aber es ist sehr unangenehm. Die Leute denken immer, Nasenpiercing ist nicht schlimm, weil so ein Nasenflinsel, es zwickt einfach kurz blöd. Ja? Da drehen einem die Augen und so, das sagen viele, das ist einfach unangenehm empfinden. Unangenehmer als die Ohren zum Beispiel. Und natürlich Brustwarze ist auch ein Piercing, wo eher kurz als unangenehm empfunden wird. Also sind so die vom Gefühl. Aber jetzt hast du natürlich, dann habe ich auf einmal wieder einen Kunden da. Da sage ich jetzt vorher Video und dann machen wir es irgendwie und sagt die nach einem Video, sagt die, ich habe gar nicht gespürt, war überhaupt nicht schlimm. Mir hat es gar nicht wehgetan, weißt du? Deswegen ist es so schwer, weil du doch jeder Mensch es so anders wahrnimmt. Dass es jetzt wirklich ganz schwer ist, wenn ich jetzt sage, ja, das und das ist das Schlimmste. Das heißt, da kommt im Endeffekt immer nur Müll raus, wenn ich da irgendwas sage. Weil manche Kunden, ich sage auf dem Video, das und das tut jetzt gar nicht weh. Und sagt der Kunde nachher im Video, oh, das ist jetzt voll wehgetan. Es ist wirklich sehr viel subjektive Wahrnehmung und auch wie du drauf bist. Das stimmt, ja. Du bist jetzt locker drauf, das merkt man. Und das ist eigentlich ganz gut mit dir machen. Darf ich kurz wieder? Köpfchen noch ein bisschen, passt. Du lässt es gut mit dir machen und willst es ja auch alles, dann geht das toll. Es gibt auch Kunden, die sich selber leider im Weg stehen. Die steigern sich so rein vor. Ja, verspannen sich dann auch so. Genau, und die warten dann auf den Stress und auf den Schmerz und sagen, okay, und dann, wenn ich es gestochen habe, sage ich, und was schlimm? Nee, hat nicht mehr getan, aber jetzt muss man es ja noch durchtun, das geht ja noch mehr weh. Das ist auch nicht weh, natürlich wird es weniger weh, aber die reden sich quasi ständig irgendwas Schlimmes ein. Mhm. Das hat gut. Was macht dein Kreislauf? Alles gut, Benjamin. Haben wir dich gut angefüttert? Ja. Meine gute Idee, glaube ich. Wenn mir jemand sagt, dass er da, auch wenn das beim selber steht, ist ja was komplett anderes, wenn mir jemand nur sowas, so einen Hinweis gibt mit Kreislauf, dann fütter ich sofort die Leute am liebsten an, weil ich einfach weiß, es ist nur gut, es kann nie schlecht werden. Auf der anderen Seite will ich nicht jedem Traumzucker anbieten, weil die Leute oft auch einfach keinen Bock haben, einen zu essen. Oder was zu trinken. Die haben dann oft einfach, wollen das hinter sich bringen und wollen den Ding noch. Deswegen zwinge ich jetzt niemand, das zu nehmen, aber. So. Fünf auf einen Streich. Schon geschafft. Stefanie haut nicht rein, du. Wer hätte das geglaubt? Ein schönes Video geworden, ich danke dir dafür, du warst dir erst ein bisschen unsicher. Aber ich fand es eine schöne Sache, du hast gesagt, das passt gut. Kommst auch so drüber im Video, weil es gibt auch Leute, die sind einfach nicht fürs Video geeignet. Na schon. Wenn manche Leute gar nicht reden, weißt du, was ich rauskomme. Ja, aber manche Videos, dann ist es irgendwie unangenehm, wenn es jetzt. Du, für mich ist es blöd, weil ich auch dann teilweise mir vorkomme wie der Alter. Auch wenn das Video nicht läuft. Wenn die sagen einfach nichts, setzen sich hin und sind dann 30 Minuten lang still. Dann weißt du nicht, gefällt es dir nicht? Ich glaube, es ist einfacher, wenn man schon vorher deine Videos ein bisschen gesehen hat. Und dann weiß man schon, wie du drauf bist und es eigentlich voll locker ist. Aber es gibt Leute, die kennen jedes Video und sind trotzdem kommen, wollen keins machen und können auch. Und wenn sie. Kriegen trotzdem den Mund nicht auseinander.
Es hat nicht jeder so ein videoaffiner Typ. Meine Liebe, Gratulation. Schau es dir mal an. Das sind 5 Piercing statt 4. 5 spontan auf einen Streich. Richtig. Das ist sehr schön geworden, das Double Conch. Sehr schön. Double Dinner Conch. Finde ich auch spannend. Zeig es mir einmal ganz kurz hier drumherum. Deine 2 Conch Piercings hinterm Ohr. Wichtig, dass ihr gesehen habt, auch, dass die schön parallel sind. Nicht eins so, sondern sie sind wirklich klack, klack. Wie das gehört, und da hinten natürlich genau das gleiche Bild. Sieht man das wunderbar. Super. So, was ist mit meinem Gimbal los? Hilfe, mein Gimbal spinnt. So, Kinder, ich war davon weg. Töffel, darfst du es dir einmal anschauen, dann bauen wir ein bisschen an einem Stehen. Mhm. Und dann sind wir fertig. Sehr gut. So. Mhm. Mhm. Auch sehr schön. Darf ich noch einmal von vorne? Ja. Das ist das. Und wir sind's. So, meine Liebe, ich erkläre einmal kurz die Pflege. Die kennst du, wenn du meine Videos brav kennst, dann guckst du aber auch schon. Ich erkläre es dir trotzdem einmal, wie die immer dabei sein muss. Genau so ist es. Wichtig, du merkst dir bitte nichts, du kriegst alles schriftlich von mir. Achso. Zuerst mal bitte Hände waschen und Hände desinfizieren. Da kennst du vielleicht auch schon unser Boden jetzt einmal abspülen. Bereit mal. Wie riecht's? Gut, einfach anders als die anderen, das ist normal. Ist voll lecker, ne? Ja. Ach, das ist echt so schön auf den Rollen und Rosenblüten und alles Mögliche. Also wascht euch bitte die Hände, Marks Hand, Golden Hands Handhygiene Spray könnt ihr gerne nehmen, das hat über 70% Alkohol, das ist genau wie solche Hand da. Dann nehmen wir, wenn die Händchen sauber sind, bitte Pontelin Spray und Pontelin Gel. Erster Schritt, Hände, wie gesagt, reinigen, desinfizieren, dann einsprühen. Einsprühen heißt, Bauchnabel einsprühen, 2 Sprüher, dann Conch reicht einmal vorne, einmal hinten, weil die Piercings benetzt wird eh komplett. Jeder Conch auch einmal vorne, einmal hinten. Einwirkzeit 30-40 Sekunden, damit es antibakteriell wirkt. Dann nehmen wir eine Küchenrolle, die sprühen wir uns an. Mit der Küchenrolle putzen wir für euch vorne, hinten die Ohren, Bauchnabel oben, unten, drumherum. Und zu guter Letzt nehmen wir dann das Gel vom Pontelin, davon reicht uns ein Tropfen. Diesen Tropfen tupfen wir auf den Finger und tupfen es einfach schön auf über die Finger auf die Stellen drauf. Mhm. Piercings schieben wir hin und her, wir drehen sie nicht. Wir schieben sie vorne zurück. Das war's. Ich gebe es schriftlich. Ja, ja? Sprühen, einwirken lassen, Küchenrolle nehmen, hier drauf und fertig. Ganz gut. Haare färben hast du erledigt für die Umsetzung. Schwimmen geht es eh nicht und duschen, Sport und Haare waschen darfst du heute Morgen ganz normal. Mit dem Hund übrigens, mit dem Hund knuddelt und busselt, dann aufpassen, Hunde und Tierhaare sind allgemein immer ein bisschen entzündlich und auch gerade der Speichel von Hunden. Also wenn dein Hund ans Piercing leckt, dann zwischen hast du ein Problem. Das sind wir, glaube ich, ne? Ja, aber manchmal hast du gerade die Kleinen, die dann auch haben, und so die Schnecken, die immer haben. Und die immer wussten, dann müssen wir aufpassen. Hast du noch Fragen? Jetzt nicht dann. Eigentlich gut. Dann sind wir mal hier fertig fürs Video. Ja. Euch danke fürs Zuschauen, dir nochmal vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Ciao.